Oh, I got it. Thank you.
dürfen wir vorstellen, alte Natur, ein sogenanntes transneptunisches Objekt im All. Tolles Spot. Heißt, es ist 6,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Wir sagen 35 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, wäre es ein verdammt großer Schneemann. Der Fotograf, die Raumsonde Juno Hansens, die 2006 mit dem Pluto startete und jetzt an andere des Sonnensystems auf alte Natur gestoßen ist. Damit ist es das fernste Objekt, das eine Sonne aus der Nähe fotografieren konnte. Übrigens, die seltsame Form verdankt es seiner relativ kleinen Größe. Das wird nicht wie zum Beispiel die Erde. Für die Raumsonde geht die Reise übrigens noch weiter. Und wer weiß, was für Bilder sie haben. Aber für das Baden versinken wir noch ein wenig im Schnee. Seit Tagen schneit es im Süden Deutschlands in Österreichs Dunkelpause. Und während sich viele über Busverschreibungen und Sterne ärgern, machen einige Festfeste daraus und erfinden eine völlig neue Wintersportart. Tiefschneespringen. Cool. Und jetzt ein kleines Rätsel. Kommt Ihnen diese Stadt bekannt vor? Hörte, Hauptstadt von Dänemark. Genau, Kopenhagen. Und zwar in der Zukunft. Genauer 2040. Die Stadt verteilt sich jetzt schon über mehrere Inseln. Und das Problem am Inselleben, Bauland ist knapp. Dafür gibt's umso mehr Wasser. Die Lösung des Platzproblems künstliche Inseln.